So, nachdem ich das alles mal ein wenig hab sacken lassen, begrüße ich euch zurück bei der nächsten Folge The Abby hier in der Küche. Bei unserem sehr komischen Koch. Wir machen jetzt mal weiter. Seid ihr fertig, Bruder? Oh, es tut mir leid, Bruder. Es ist nie verkehrt, unsere Jungfrau um Beistand gegen das Böse zu bitten. Ja, nee, ist klar. Vor allem in unseren Tagen. Das ist verständlich, Bruder. Aber ich habe die Absicht, die Aufgabe zu erfüllen, die mir der Abt anvertraut hat. Und das so schnell wie möglich. Vor allem in unseren Tagen. Oh, natürlich. Kennt ihr alle Details, die Anselms Tod betreffen? Bedauerlicherweise ja. Ich hätte nicht gedacht, dass so ein schönes und teures Geschenk Unglück über unsere Abtei bringen würde. Mhm. Eine etwas delikate Frage. Glaubt ihr, dass irgendein Bruder etwas mit dem Tod des Torwächters zu tun haben kann? Aber nein! Wie könnt ihr es wagen, so etwas anzudeuten? Die Frage spiegelt nicht unbedingt meine Meinung dazu wider. Es wäre nur sehr unüberlegt, solch einer Frage nicht nachzugehen. Das ist unmöglich. Wir Brüder sind alle sehr verschieden, sind aber aus denselben Gründen hier. Einer davon ist der gegenseitige Respekt und der andere, dass wir unser Leben Gott und seinem Wort gewidmet haben. Er lehrt uns das Leben zu schätzen, sowohl unseres als auch das unseres Nächsten. Wie könnte ein Mönch etwas so Ungeheuerliches machen? Pff, woher soll ich das wissen? Habsucht? Das ist keine Ausrede. Der Himmel ist mein Zeuge. Das ist es wahrlich nicht. Wie ich schon sagte, an diesem Ort herrschen Frieden und Eintracht. Ich lege meine Hand ins Feuer. Kein Bruder würde so etwas tun. Hm. Man munkelt, dass der Teufel etwas mit Anselms Tod zu tun hat. Was haltet ihr davon? Leiser, Bruder, leiser! Was ist denn? Versucht bitte, den Leibhaftigen nicht zu erwähnen. Das könnte ihn hierher locken. Hierher? In die Abtei? Nein, in die Küche. Der Leibhaftige haust schon in diesen Mauern. Die Zeichen sind deutlich und Anselms Tod ist ein gutes Beispiel dafür. Das heißt, für euch hat Anselms Tod einen klaren Schuldigen. Natürlich, Bruder Leonardo. Das Böse hat viele Gesichter und kann sich sehr gut, sehr schlau tarnen. Das Metall eines Weihrauchfasses ist das perfekte Versteck. Ich sehe, ihr seid euch sehr sicher. Der Abt ist es auch. Der Abt hält es für möglich. Das ist etwas ganz anderes. Ich glaube fest daran. So wie ich glaube, dass wir bereit sein müssen, den Kräften des Bösen von Angesicht zu begegnen. Ich danke Gott, dass ihr hier seid. Ihr werdet euch darum kümmern, nicht wahr? Sie muss noch gefunden werden. Ich bin nur gekommen, um ein Geheimnis zu lüften. Darum sollen sich andere kümmern. Der Dämon, der mir widersteht, muss noch gefunden werden. Der Dämon, der mir widersteht, muss noch gefunden werden. Das beruhigt mich ungemein. Tja. Das ist im Moment alles. Ja. Ich muss gehen. Vielleicht führen wir unser Gespräch später fort. Es würde mich freuen, Bruder Leonardo. Was kann ich denn jetzt von hier mitnehmen? Den Kartoffelsack, eindeutig. Nichts Interessantes. Nein. 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 Ich glaube, das ist nicht wichtig. Nichts Interessantes. Ich bitte euch, nehmt mir meine Pfannen nicht weg. Ich brauche sie. Alle? Alle. Ausnahmslos. Naja, ist ein Koch halt, ne? Ist schon nachvollziehbar. Reflektoren. Verschlossen. Was? Wo will er denn hin? Verschlossen. 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 Hm. Ich kann keinen Hinweis erkennen. Kopfsalat. Wozu sollte ich jetzt einen Salatkopf brauchen? Wo soll ich das wissen? Okay, Feuer, hier können ich wir soll irgendwas... soll buchstäblich die Hand ins Feuer legen? Ja, ja. Hier braucht kein Feuer entfacht zu werden.
Außerdem habe ich den Eindruck, er ist kaputt. Den könnte ich gut gebrauchen. Er ist durchlöchert. Ich habe einen neuen bestellt, aber er ist noch nicht angekommen. Um das Feuer zu entfachen, benutze ich einfach, was ich zur Hand habe. Ja, kann ich den dann haben? Ihr braucht kein Feuer, entfacht zu werden. Den könnte ich gut Er ist durch... Das ist jetzt echt dämlich. Was haben wir hier noch gehabt? Ein Nudelholz. Einfach so? Okay. Was haben wir hier drin? Ich hoffe, heute Abend werden wir etwas anderes als Suppe essen. Nun gut, das war also die Küche. Was hat denn der Weinkeller zu bieten? Boah, die sind aber richtig gut ausgestattet hier. Bier sogar. Ist das alt? Möglich, dass ich es zum Abendmahl probieren kann. Leckeres Altbier. Lecker Schuhmacher. Schon wieder eine Ecke. Nicht nötig. Die sitzen alle fest. Es ist leer. Sieht so aus, als sei es das einzige leere Fass im ganzen Weinkeller. Damit verschließt man das Fass. Ohne trefflichen Grund würde ich keinen Wein verschütten. Wieder eine Ecke. Schauen wir uns die Ecke hier an. Und es ist... Du stehst im Weg. Eine Brennblase. Der Ausgangshals ist kaputt. Ich müsste ihn vorher reparieren. Ich muss die Brennblase erst reparieren, bevor ich sie benutzen kann. Er ist kaputt. Die Brennblase braucht einen viel engeren Ausgangshals. Ich glaube, hier kann man Sachen destillieren, kann das sein? Es braucht eine Energiequelle, um die Brennblase in Gang zu setzen. Es braucht eine Energiequelle. Ja. Habe ich denn was? Papier könnte man entzünden. Scheint nicht zu gehen. Nein. Nein. Okay, halten wir im Hinterkopf. Dann... Haus des Abt, Weinkeller, Kirche. Das ist alles ein Komplex. Da war ich schon, im Friedhof war ich schon. Ja, dann habe ich alles. Ja, Spiel beenden. Was hat er denn hier vielleicht? Neuigkeiten für mich? Ach, guck mal, hier war ich auch noch gar nicht. Oder doch, hier war ich schon. Aber das wird ja nur sein Arbeitszimmer. Ich will ja zu dem Abt selber. Bruder... Hört mir gut zu, Bruder. Ich bitte euch, eure Untersuchung so schnell wie möglich abzuschließen, weil ich solche Dinge in meiner Abtei nicht weiter dulden werde. War das deutlich genug? Ich erinnere euch, dass ich unter dem Befehl des Abtes stehe. Ich auch. Deswegen sage ich es euch. Ach, das ist... Okay. Wie der immer hinter uns herguckt. Weiß ich, glück hier vorne links ins Bild und er geht hinten rechts aus der Tür raus. Ja, und das ist nur das Arbeitszimmer. Das ist babyblöd. Tja. Muss ich jetzt ähnlich wie bei Reprobates hier wieder überall jetzt die Sachen ab... Hallo? Die Sachen ablaufen und hoffen dann was zu finden? Bin ich hier wieder... Die Bibliothek, da hatten wir ja auch jede Menge. Der Stall war, glaube ich, leer, ne? Ach nee, da war er. Ja. Ja, alles klar. Versuchen wir hier nochmal unser Glück. Gottfried. Der Gehilfe des Bibliothek... Na. Bruder Gottfried. Was? Habt ihr das Geheimnis schon gelüftet? Noch nicht. Wir sitzen erst am Anfang. In der Tat, ich glaube, einen Verdächtigen zu haben. In der Tat, ich glaube, einen Verdächtigen zu haben. Ja? Wer ist es? Es ist noch zu früh, um die Ergebnisse einfach so auszuplaudern. Ich bin auch nicht hier, um darüber zu reden. Was wünscht ihr dann? Irgendwie ist er seltsam.
Wenn man so ein Zitterchen hat, vielleicht ist er sogar der Täter. Wo kann ich Rot... Ach ja, richtig, genau. An dem Seil war er genau. Wo kann ich rote Tinte bekommen? Rote Tinte? Im Skriptorium, zweite Etage. Danke. Sieht so aus, als müsste ich alle Register ziehen, um ins Skriptorium zu gelangen. Allerdings. Darf ich euch einige Fragen stellen? Schon gut. Aber fasst euch kurz. Übrigens, ich hoffe, ihr hört jetzt nicht wieder meine Waschmaschine. Ich wasche gerade meine Gardinen und Vorhänge. Laut dem, was ich gehört habe, wart ihr an einer Brüder, die an Weihrauch festhielten, als an seinen Stab. Aber das hatten wir doch schon alles. Laut dem, was ich gehört habe, wart ihr einer der Brüder, die das Weihrauchfass hielten, als Anselm starb. Bedauerlicherweise ja. Ich hatte das Pech, dabei zu sein. Ein furchtbarer Anblick. Sein Körper zerquetscht von dem Geschenk des Abtes von San Nicodemo. Überall sein Blut. Sein... Spart euch die Details, Bruder. Dass ich den Körper nicht gesehen habe, bedeutet nicht, dass ich nicht weiß, was der Sturz eines großen Weihrauchfasses auf einen Menschen verursachen kann. Schon gut. Okay. Glaubt ihr, dass der Absturz ein Unfall war? Glaubt ihr, dass der Absturz des Weihrauchfasses ein Unfall war? Ich weiß es nicht. Nicolas, Egidius und ich waren die einzigen, die das Weihrauchfass hielten. Oh. Was ist? Das bringt mich auf den Gedanken, dass wir vielleicht daran schuld sind. Inwiefern? Vielleicht wäre Anselm noch am Leben, wenn wir ein stärkeres Seil benutzt hätten. Grundgütiger Herr im Himmel. Der Abt war mit Anselm dort, nicht wahr? Ja. Konntet ihr hören, worüber sie sprachen? Ich bin mir nicht sicher. Aber wenn ich mich recht erinnere, glaube ich, dass Anselm dem Abt von den Lichtern in der Bibliothek berichtete. Lichter? Wovon sprecht ihr? Oh ja, die gibt es wohl. Ihr seid gerade erst angekommen und könnt wegen der Gerüchte um die Bibliothek, die derzeit umgehen, noch nicht auf dem Laufenden sein. Verstehe. Darum geht es also. Der Abt hat etwas in dieser Hinsicht erwähnt, aber er wollte keine Einzelheiten verraten. Ich würde es euch ja berichten, aber ich glaube nicht, dass der Junge etwas darüber hören sollte. Weswegen denn nicht? Naja, was ich erzählen werde, kann ihm vielleicht Albträume bereiten. Er schläft bei mir, ich werde das Risiko eingehen. Glaube mir, der hält das aus. Er ist alt genug, um eine angeblich beunruhigende Geschichte durchzuführen. Er schläft bei mir. Ich werde das Risiko eingehen. Wisst ihr, neulich konnte man nachts Lichter sehen, die von hier, aus der Bibliothek kamen. Und nicht nur das, man hat auch seltsame Geräusche gehört. Wer hat sie denn gesehen? Ihr solltet einfach fragen. Viele behaupten, die Lichter gesehen zu haben. Anselm war einer von ihnen. Ihr wisst schon, er war der Torwächter. Deswegen ging er als letzter schlafen. Habt ihr irgendeine Theorie dazu? Jetzt kommt das Unheimliche. Ich wollte vermeiden, dass der Junge es hört. Vor vielen Jahren wurde der Bibliothekar vor dem Edificium tot aufgefunden. Alles wies auf Selbstmord hin. Und wie ihr selbst wisst, erlaubt der Herr niemanden zu sich, der das himmlische Geschenk des Lebens verweigert. Deswegen wurde der Bibliothekar nicht auf dem Friedhof beerdigt. Was hat das mit den merkwürdigen Lichtern zu tun? Versteht ihr nicht? Vielleicht war es der innige Wunsch des Bibliothekars, bei seinen Brüdern auf dem Friedhof zu ruhen. Und sein Geist wird ewig wandern, weil er das Recht zu haben glaubt, bei seinen Brüdern zu ruhen. Moment mal. Erzählt ihr mir gerade, dass in der Bibliothek ein Geist spukt? Natürlich. Was sonst soll dieses Geheule sein, das niemand zu erklären vermag? Das Geheul einer Seele voller Unrast? Genau. In dem Fall, was bedeuten dann die Lichter? Das ist die leuchtende Aura des Geistes. Bruder, glaubt ihr allen Ernstes, was ihr da sagt? Ich weiß nicht, was ich antworten soll, aber ich glaube, dass etwas Wahres dahinter steckt. Viele glauben es. Ich habe keine Fragen mehr. Das ist alles, was ich wissen wollte. Zurzeit. Macht weiter. Ihr leistet ausgezeichnete Arbeit. Danke. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Das wird ja immer heftiger hier. Ging's zum Skriptorium. Genau, da muss ich hin. Und der Kopist, ja, danke, man hat es mir jetzt auch in die Kommentare geschrieben. Das war früher einer, der halt, das war ein Kopierer halt, ne? Also der war jemand, der Sachen abgeschrieben hat. Bruder. Ja?
Könntest du mir... Ich muss unbedingt ins Skriptorium. Wieder nur die Hälfte. Könntet ihr in meinem Fall keine Ausnahme machen? Das wäre unzulässig. Es wäre gegen die Regeln. Es tut mir leid, Bruder. Aber ich glaube, ich habe es deutlich gesagt. Oh, Kopist! Ihr habt mich mal schreiben lassen, ich muss mein Hirn zum Denken benutzen. 100 Mal musste ich es aufschreiben, wisst ihr noch? Sagt mir, Bruder Marcellus, welche Bedingungen muss mein Schüler erfüllen, um als Kopistenlehrling aufgenommen zu werden? Euer Schüler? Redet ihr von diesem Schüler? Ja, er gehört eurem Orden an. In der Tat ist es aus diesem Grund, dass sein Vater, der Graf von Capranegra, ihn mir anvertraut hat. Es war schon immer sein Traum, ein herausragender Kopist der Abtei zu werden. Nicht wahr, Bruno? Nicht wahr, Bruno? Ja? Nun... Es gibt doch keine Regel, die einem Lehrling untersagt, die zweite Etage betreten zu dürfen, nicht wahr? Nein, die gibt es nicht. Großartig, Bruder. Er wird ein kompetenter Kopist werden. Sagt mir bitte, was braucht mein Schüler, um als Kopistenlehrling angenommen zu werden? Naja, er muss die Seite eines Buches kopieren. Die erste Seite des Hortus Tuus. Selbstverständlich muss die Abschrift auch eine Übersetzung ins Lateinische sein, da das Original auf Griechisch geschrieben wurde. Ach du liebe Zeit. Hortus Tuus, sagt ihr? Es ist ein Werk über Botanik. Ein Traktat über Heilpflanzen. Ein guter Titel. Wo kann ich dieses Buch bekommen? Sprecht mit meinem Gehilfen Gottfried. Er wird es euch besorgen. Meister, werde ich wirklich Kopist? Es wäre besser für dich. Wenn es dir nicht gelingt, werden wir nie ins Skriptorium gelassen. Ich werde der beste Kopist unseres Ordens werden. Ich werde noch bedeutender als Beatus de Liebana. Die Leute werden weinen, wenn sie meine Miniaturen betrachten. Oh ja, sie werden weinen, Bruno. Daran zweifle ich nicht. Was wollt ihr damit sagen? Vergiss es. Du liebe Zeit. Wurde als Kopist ausgebildet, darf ich euch einige Fragen über Ansem stellen. Mögt ihr mir einige Übersicht über die Bibliothek geben? Ich habe noch nicht wirklich mit ihm geredet, ne? Mein Schüler wurde als Kopist ausgebildet. In Ordnung. Habt ihr das Hortus Tuus dabei? Nein, wir konnten es noch nicht beschaffen. Ihr solltet es schaffen. Wird er es ins Lateinische übersetzen können? Er wird tun, was er kann. Bloß keine Fehler. Ein Kopist soll nicht nur nachahmen, sondern auch interpretieren, verstehen, übersetzen. Und was ist mit der Feder? Feder? Gebt ihr ihm keine? Wie? Nein, nein. Jeder Kopist muss eine eigene besitzen. Oh. Daran zweifle ich nicht. Aber ich sehe hier viele Federn. Könnte er denn keine davon benutzen? Nein. Die Regel besagt, dass jeder Kopist seine eigene Feder besitzen muss. Aber soviel ich weiß, bekommt der Koch auch Pfannen und Töpfe. Bruder, wollt ihr, dass ich euch die niedergeschriebenen Regeln zeige, damit ihr euch überzeugt? Nein, nein. Ich bedauere, so hartnäckig gewesen zu sein. Ich liebe seine Art. Also Leonardo hinterfragt schon Sachen. Das gefällt mir. Darf ich euch einige Fragen über Anselm stellen? Ich weiß, womit euch der Abt beauftragt hat. Ihr könnt über Anselm fragen, was ihr wollt. Was denkt ihr über Anselm? Tja. Müsst ihr überlegen, Bruder? Ja, ich wollte den armen Anselm in einem einzigen Satz beschreiben, aber ich glaube, das ist unmöglich. Ich verstehe euch nicht. Seht, Bruder, ich weiß nicht, ob ihr es wisst. Vielleicht habt ihr schon mit jemand anderem aus der Abtei über Anselm gesprochen. Egal. Ich lege meine Hand ins Feuer, dass alle euch von seinem inakzeptablen Hochmut berichten werden. Was soll das heißen? Inakzeptabel? Naja, vielleicht bin ich zu weit gegangen, als ich seine Haltung als inakzeptabel beschrieben habe. Aber etwas mehr Bescheidenheit hätte ihm mehr Respekt von den anderen Brüdern eingebracht. Wie äußerte sich die Haltung, die ihr ansprecht? Ach das. Er rühmte sich seiner Belesenheit. Er korrigierte die anderen Brüder immer, wenn sie etwas falsch aussprachen. Oder er rügte sie scharf, wenn sie etwas nicht wussten, wie einen Psalm oder eine historische Angabe. Versteht ihr, was ich meine?
Sehr gut. Ich glaube nicht, dass seine Absichten ganz falsch waren. Nicht alle hier haben denselben Bildungsgrad. Ihr werdet es verstehen, wenn ihr etwa mit Aegidius sprecht. Wie ich sagte, das Verwerfliche war nicht seine Absicht, sondern sein Benehmen. Andererseits besuchte er die Bibliothek oft. Er versuchte ständig, sein Wissen zu erweitern. Das ehrt ihn. Es wäre schön, wenn das einfache Volk denselben Wissensdurst hätte. Wenn man ihm vielleicht den Zutritt zur Bibliothek gewähren würde? Wie? Macht ihr Witze? Der Abt hat angedeutet, Anselms Tod könnte etwas anderes als ein Zufall gewesen sein. Das hat er gesagt, in der Tat. Und was haltet ihr davon? Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich glaube nicht, dass einer der Brüder einem anderen nach dem Leben trachten würde. Logisch. Es wäre gegen die Regeln. Ja, gegen sämtliche Regeln. So ist es. Ich vermute, der Abt hat euch gegenüber etwas erwähnt, das ihr nicht auf die leichte Schulter nehmen solltet. Meint ihr die Idee, der Teufel fühle sich in der Abtei zu Hause? Das ist ein ernstes Thema, Bruder. Wir alle wissen, dass das Böse seit jeher Unheil auf dieser unglücklichen Welt anrichtet. Aber ausgerechnet hier, in dieser bescheidenen Abtei? Das Böse unterscheidet nicht zwischen einem Ort und dem anderen. Das stimmt wohl. Aber wenn da draußen so viele Kriege, Überfälle, Plünderungen und Vergewaltigungen stattfinden, ist es nicht logisch, dass er solches Terrain bevorzugt und nicht diese Mauern? Eine gute Theorie. Um ehrlich zu sein und ohne dem Abt widersprechen zu wollen, muss ich euch sagen, dass ich seine Meinung nicht teile. Wenn es so ist, was denkt ihr über Anselms Tod? Ich weiß nicht, was ich denken soll. Aber es ist nicht meine Aufgabe, in solchen Angelegenheiten zu wühlen. Ich diene unserem Herrn, indem ich die Bibliothek hüte. Welches Material pflegte Anselm in der Bibliothek zu suchen? Alles, was für ihn von Nutzen war. Sein Wissensdurst kannte keine Grenzen. Trotz seiner Arbeit als Torwächter kam er ständig in die Bibliothek, um Schriften zu studieren. Mit Sicherheit versuchte er, die hierarchische Ordnung der Abtei zu unterminieren. Hat er nach besonderen Titeln gefragt? Nein, ich erinnere mich an keinen besonderen. Einmal jedoch... Ja? Also, ich kann mich nicht genau erinnern, um welches Thema es sich handelte, aber ich weiß noch, dass ich seine Bitte abschlagen musste. Warum? Wie soll ich es ausdrücken? Einige Bücher dürfen nicht ausgeliehen werden. Deswegen ist der Zutritt zum Bibliotheksarchiv auf Gottfried und mich begrenzt. Wie hat Anselm die Weigerung aufgenommen? Ich erinnere mich nicht mehr. Ich vermute, er hat dem Thema dieselbe Bedeutung wie ich beigemessen, also gar keine. Ich vermute, er hat ganz einfach aus Neugier gefragt. Wir sollten Anselm in Frieden ruhen lassen, Bruder. Mögt ihr einige... Mögt ihr mir einige Informationen über die Bibliothek geben? Wie ihr wollt. Ach du liebe Zeit, das wird ja so eine Endlos-Diskussion hier, was? Aber die Zeit, die liebe Zeit. Ich glaube, ich habe... Freunde, an dieser Stelle möchte ich Schluss machen. Meine Kapazität der Festplatte ist nämlich jetzt gleich erreicht. Außerdem ist meine Wäsche fertig. Und ich würde vorschlagen, wir haben sowieso noch ganz viel vor uns. Machen wir hier Schluss und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Dann beenden wir oder führen diese Unterhaltung hier mit diesem Wunder... Ach, wie hieß er noch? Marcello? Marcellus hieß er, glaube ich, oder? Warte. Marcellus, genau. Dann fort. Also bis zum nächsten Mal. NRW bei 18. Adieu.